Servus Leute, mein Name ist Uli und ja, willkommen zu einem neuen Video und ihr fragt euch bestimmt, warum die Folge Podcast jetzt offline gegangen ist. Ja, also ich muss das nochmal überarbeiten, aber dann hoffe ich, wird es noch online kommen die nächsten Tage. Ja, auf jeden Fall, heute kommt nochmal ein Fortnite-Video, weil sich eine Person Fortnite gewünscht hatte. Danach kommen aber wieder Minecraft-Videos und wenn das Video euch gefällt, könnt ihr gerne einen Daumen hoch und ein kostenloses Abo, wenn noch nicht geschehen, da lassen. Joint auch gerne meinem Discord-Server, links in der Beschreibung. Und schaut auch gerne mal bei meinem VFX-Cutter, ich kann nicht mehr reden, vorbei. Quacks unten in der Videobeschreibung auch verlinkt. Und ja, würde ich sagen, geht sofort los. Ja, heute spielen wir mal Hochstapler. Ich weiß, es ist kein normales Fortnite, aber ich dachte vielleicht, dass das vielleicht auch mal ganz spannend ist. Und ja, da geht es halt darum, das ist wie Minecraft Murder Mystery. Ja, auf jeden Fall, ich hoffe, euch gefällt das Video und ja, hier seht ihr schon die Erklärung. So, ich bin Agent, okay. Ist eigentlich wie Among Us, so gefühlt. Ach, dieses blöde Headset-Kartenmatik. So, ja, dann würde ich sagen, machen wir Aufgaben. Ich habe so lange kein Fortnite mehr gespielt. Ich finde, Fortnite hat auch ein bisschen nachgelassen. Rindfleisch-Taco. Bohnen-Pinto. Ach komm. Ey, ist da... Das ist doch jetzt nicht euer... Ja, okay, meine Team. Übrigens, eine wichtige Info nochmal nach dem Video. Ja, ich muss euch... Ich muss euren Rat fragen bei einer Sache. So, ja, ich bin Agent. Und... Ja, perfekt, dann muss ich das hier einmal... So. Ach komm, nein, bitte, 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 ich will nur diese Aufgabe. Bitte, bitte! Okay, er ist der Hochstapler. Ich weiß auch warum. Weil er jetzt gemeldet hat. So schnell kann niemand beim Fragment sein. Wer hat nochmal gemeldet? Ach, dankeschön. Habe ich mich gerade erschrocken. Warum haben die so über... Ach, ja, okay, wenigstens erst aus dem Spiel. Hä? Deswegen mag ich Fortnite nicht. So, nein, Scherz. Machen wir mal weiter Aufgaben, würde ich sagen. Hier wurde ich das letzte Mal eliminiert. Psycho-Pizza. Käse. Getränke, Schoko. So, 3, 2, 1... Oh, weg hier. Hä? Ich rutsche mit dem Tablett. Yay. Ach, komm schon. Na, obwohl ich stimme wieder für... Ach! Okay, dann habe ich den zu Unrecht beschuldigt, Blada, weil der jetzt getötet wurde. Dann ist 6. Ganz klar. Oh, oh, okay. Ups.
So, wir liefern erstmal das App-Essen mit. Och, ey Mann, bitte. Ich will doch nur dieses Essen abliefern. Sonst werde ich hysterisch. Nein! Fick! Dankeschön. Zum Chef wahrscheinlich hier oder was? Kevin! Was? So. Das hätte ich nicht machen sollen, jetzt werde ich's. Oh, komm, jetzt werde ich aus dem Spiel gewinnen. Ich verhalte mich einfach unauffällig. Bin ja auch unschuldig. Nat. Hä? Doch, hab ich. Ey, nee, komm schon. Ist das euer Ernst? Ja, 10 lügt, genau, 10. Ey, kommt schon. Jo. Viel Spaß. Okay. Wisst ihr was? Die sind zu unfähig. Ich auch, aber. Eine kurze Sache, ich brauch mal euren Rat. Ich muss euch mal was zeigen. Ja, auf jeden Fall, es hat sich mit Discord, es hat mit Discord zu tun. Und zwar, wir, hier, der Chaosmann09 hat, hier seinen eigenen Server reingespammt. Und da ich hier auch, Admin bin, habe ich dann halt geschrieben, nicht spam. Was ja auch, finde ich, logisch ist. Ja, und dann hat hier auch mein Freund Quax gesagt, dass der keine Erlaubnis hat. Und dann hat der hier halt gesagt zu dem Chef hier, auch ein Freund, dass er mal wieder Admin geben soll. Und dann haben wir hier halt bla und bla. Dann halt hier was los, nutzt gleich wieder eure Rechte aus und dann, ne, also eine Diskussion hier und dann hat er halt provoziert hier und dann hat er auch noch beleidigt und dann haben wir ihn halt gemutet und dann irgendwann kam halt raus, dass dass ein Troll war halt. Also, dass er uns halt getrollt hat. Und uns testen wollte. Das hat er hier auch geschrieben. Warte. Hier. Ja, hier. Wollte euch testen. Wäre real, bla. Und ja. Wir haben ihm dafür nur einen Mute gegeben. Nur einen Mute. Ich weiß nicht, ob er gekickt wurde. Auf jeden Fall. Nur ein Mute, so. Dann hat er, haben wir halt auf seinem Server genauso einen Troll gemacht. Weil wir dachten, ich meine, er hat bei uns einen Troll gemacht, wir haben bei ihm einen Troll gemacht. So, fertig, Ende aus. Aber nein, wir wurden auch von seinem Server gebannt. Wir wurden einfach weggebannt. Dann haben wir ihn halt angeschrieben, warum wir jetzt gebannt wurden. Und dann hat er gesagt, nee, keine Diskussion mehr rüber, bla und bla. Ich versteh's nicht. Also, Chaosmann, falls du das sehen solltest, warum bist du plötzlich... Ich meine, weißt du, austeilen, aber nicht einstecken. Wir haben selbst geschrieben, dass es ein Spaß war und anscheinend akzeptierst du aber keine Späße. Ja, weiß ich nicht. Fand ich jetzt irgendwie... Ich wollte das nur mal ansprechen, mal euch um euren Rat fragen oder, oder besser gesagt fragen... Was haltet ihr von dieser Situation?
hättet ihr genauso reagiert. Ja, auf jeden Fall, er ist immer noch nicht bei uns gebannt auf dem Server. Das wird auch so bleiben. Aber anscheinend sind wir auf seinem Server gebannt, eigentlich ohne Grund. Und wie ich finde, ist das einfach nur blöd. Das wollte ich ansprechen, aber ansonsten. Wenn das Video euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch und ein kostenloses Abo, wenn noch nicht geschehen, dalassen. Und ja, macht's gut. Euer Wuli. Ciao.